Einen muss ich mir sicher im Kampf holen. Sag es nicht. Sag es nicht. Eins muss ich mir im Kampf holen. Ja, genau. Okay. Das machen wir narrisch. Ja, du scheiß Viech, du hä. Mit der narrisch, hä. Glaube ich ja gar nicht, hä. Oben. Din, 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 din. Oh, okay. Na, geht auch nicht. Ach, der geht da. Möchtest du dieses Puzzle noch gestalten? Ja. Okay, der gehört da ganz oben. So, 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 so. So. Scheiße. Aber der kehrt da ganz over. Der kehrt da her. Ich hasse solche Spiele. Schauen wir mal. Da. Okay, das war nur ein wenig zu viel Züge. Okay.
Wetten. Der geht recht offen. Der geht einmal daher. Gibt es da keine, was hier unten rechts irgendwie anpreist? So. Das war einfach. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Na, bitte nicht. Okay, Ruhe. So, das sind Schriftzüge. Was hassen die so eigentlich? Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Ich auf jeden Fall nicht. Wow! Scheiße! Engel übersägen. Au, ja. So klein wie eine Maus. Sicher dann nicht. Super Ninja. Jetzt muss ich nur mal so eine dämliche Runde rodeln. Nur wegen den einen Sound, oder? Ah. Der Zen-Meister. Jawohl, Zen-Meister. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Okay. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Hühnet! Ich bin wieder echt ein Spieler rein, oder? Hey? Okay. Wow! Und jetzt sicher das volle Gefette. Alles klar. Und es hat gespeichert. Integrieren. Ah, ich hätte noch. Wenn ich das gewusst hätte. Ah, hallo Alice. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Aha. Bewege dich vorsichtig, um Gefahren zu entgehen. Okay. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist.
Aha. Schaut geil aus. Uff. Okay, ausweichen kann ich halt nicht. Ist ja leicht ausgegangen. Ah, okay, das tut mir auch was. Ah, was will ich das wissen? Was ist das gut? Ist das wie bei Super Mario? Okay. Okay. Ja, aber aha.
Oh, wieso verlassen? Hä? What is? Okay. Aha. Wieso habe ich das jetzt gemacht? So. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Aber voll. Hachi. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ja, genau. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Wenn ich so viel Zeit hab. Das will ich verarschen. Genau, Samurai Bogenschützen West. Ah. Okay. Okay. Jo, ich weiß sehr, dass ich da auf ich muss irgendwie da. Zieh die Kette, Alice. Oder? Aha. Okay. Glühwürmchen. Mein
Lebensenergie ein bisschen aufpeppen wieder. Wow! Ich habe das wirklich einen dämlichen Scheiß-Zaun vergessen. Ah. Ach, da fliegt's nochmal her. Okay. Damit dir herrscht, Vespa Vandalisma. Ah, du bist mein kleinstes Übel, glaube ich da. Jetzt Samurai im Westen. Ach, weg mit dir da. Geh kaum! Aha.
Stopper. Und wohin? Ja. Es ist nicht, dass ich die ganze Zeit so hin und her hupf. Oder da oben. Aha, sag das doch gleich. Ah. Na, jetzt haben wir den. Nee. Die Ming-Vase. Zähne, 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 Zähne. Okay, ich werde mal einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal.